einfach mal ein bisschen zu. Was ist Erfolg? Erfolg ist, wenn man einfach bergauf rollt. Nicht einfach dreifaches Gold. Wenn ihr das, was ihr kriegt, auch wollt. Es ist der Strick, der einem erst vortäuscht, dass man fliegen kann. Dann vortäuscht, dass alles nur daran hängt. Sind die Füße erst weg vom Boden, wird es um den Hals sehr eng. Man muss um Atem ringen. Was sind Freunde? Freunde sind in dem Fall der Schemel, auf dem man auf zehn Spitzen steht, den man entweder wegstößt oder der Grund, weswegen man lebt. Was ist Objektivität? Objektivität ist das Zimmer, in dem man sich bewegt, was man oft wieder vergisst, bis man über Schemel oder ähnliches stolpert auf seinem Weg. Was ist sein Weg? Sein Weg ist die Strecke von A nach B. A ist die Geburt, B der Tod. Was soll ich dir sonst noch erzählen? Entweder bist du dumm oder du lebst. Abschneidest, was eigentlich kein Verlust ist, obwohl du weißt, dass du daran verblutest. Was ist Zufall, was ist Schicksal, was ist 2, 3, 7? Alles Faschingskostüme eines einzelnen Lebens. Was ist Freiheit? Die einzige Freiheit ist die Freiheit zu wählen. Was ist Wissen? Wissen ist nicht so leicht. Wissen ist jeder einzelne Bereich bis ins kleinste Detail. Wissen ist eine mit Brillanten besetzte Uhr. Sehr schön, sie zeigt dir die Zeit. Cool, doch alles, was du wissen musst, weißt du. Scheiß auf Highschools, Gymnis, Real oder Hauptschulen. Keines davon brauchst du auf deinem Weg. Sollte ich sagen, Schulausflug, es ist ein Fluch. Das, was du weißt, ist gut. Willst du mehr? Okay. Willst du weniger? Geht nicht. Darin besteht der Fluch. Anerkennung, die man jemand nicht gern zeigt. In diesem Fall kann's auch der Balken sein, an dem der Strick befestigt ist, an dem man hängt, der Schemel fällt. Und was dir bleibt, ist dieser Balken, wie einst bei Jesus. Was ist Leben? Leben ist erst die Suche nach sich selbst und dann nach Gleichgesinnten. Leben ist die Suche nach Gleichgesinnten, der Vergleich mit ihnen und die daraus resultierenden Veränderungen seiner selbst. Leben ist stetige Flucht in Fantasiewelten und Leben ist jeder verzweifelte Versuch, diese Fantasiewelten auf die Wirklichkeit zu projizieren. Leben ist stetiger Vergleich. Leben ist ein Haufen Scheiße. Irgendwas Positives kann man schon draus ziehen, zum Beispiel Dünger. Leben ist die Möglichkeit, auch mal daneben zu liegen. Leben ist aber vor allem eins: zu kurz, um lange drüber nachzudenken. Man wird auch nicht jünger.